Also die Regensucher werden dieses Mal nicht enttäuscht. Die Quellentänzer auch nicht. Vier Sippen, also 200 Elfen. Die werden alle ausgelöscht, zum Glück. Ach, wo kommt dieser spontane Elfenhass her? Ich habe Elfen schon mal gehasst. Zanyasala Fayama. Hat Mandarion jetzt eigentlich einen eigenen Chip oder muss ich mit einem haushalten? Der Chip nicht, weil es ein NPC ist. Ich freue mich, freu mich schon wieder, wenn wenn die Maraskaner kommen. Bruder, Schwester, Fremdigi. Ich habe das Gefühl, ich rege mich jetzt nur über das Mittelreich auf und freue mich auf die blutige See, weil ich Maraskan vergessen habe. Ja, und dann kommen die ganzen Maraskaner, vor allem mit Kunchum, alles voll mit Maraskan. Und sobald wir wieder da sind, kann ich darüber wieder reden. Sie schreien, Rajos, erhöre mich, und sie schreien in dein Gesicht in beide Ohren. Ich meine, wenn sie das schreien, bin ich eigentlich schon happy. Das ist 50% der Arbeit getan. Ja, sie gehen in den Boron-Tempel und schreien da im Tempel der Stille. Ey, auch das verschafft mir ein gewisses Maß an Genugtuung, wenn Leute in den Boron-Tempel pilgern und Preios, hilf mir, schreien. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, aber... I don't know. Ich glaube, ich werde einfach generell nicht glücklich. Bestimmt Profit schlagen. Für jemanden, der den Silentium kann. Huh. In einem Preios-Tempel Silentium. Es geht im Boron-Tempel. Es ist nicht mehr der Boron-Tempel, wenn wir mit ihm fertig sind. Ach was, Akanubi auf den Preios-Gong, damit er sich immer automatisch schlägt. Genau. Du hast das nicht mitbekommen, weil du eben Eis holen warst, aber Jadan möchte gleich Nahema beschwören. Ruf dreimal ihren Namen. Ich weiß doch gar nicht, wer Nahema ist. Eben, Jadan ist ungebildet, was soll denn das? Jadan ist nicht ungebildet. Aha. Er ist Tobria. Er lässt sich halt nur nicht auf die Art von finsterer Zauberei ein, mit der ihr regelmäßig rumhantiert. Er ist kognitiv herausgefordert, sagen wir es so. Wunderbar. Junge, geh an einem Rasierer lecken. Ach, das ist schön, wenn ihr euch lieb habt. Rafim ist nicht da. Ich habe das Gefühl, alle anderen glauben, dass sie jetzt seine Lücke ausfüllen müssen. Nein. Hä? Ich bin doch schlauer als du, oder? Ja, so ist das. Nischenbesetzung. Und wenn es gerade frei ist. Hier habe ich wenigstens ein bisschen Rückendeckung erwartet. Wieso? Ich bin gerade erst zurückgekommen und ich habe nichts Fieses zu dir gesagt. Das ist richtig. Preios will die Wahrheit, weißt du? Ich glaube, er hat sich gerade selber ein Bein ausgerissen, wie Rumpelstilzchen. Er beißt gerade rein in das Bein. Das hat dir der Namenlose gesagt! Ja, seine Zunge. Also, heute Diplomatie, nächste Woche Drache und übermorgen hole ich mir der Kaiserin ihr Kind. Übernächste. Das hat keinen Sinn gemacht. Es hat sich nicht gereimt, klar, aber ich dachte, wenn ich dran zählen bin, wer Rumpelstilzchen waren. Übernächste Woche geht's damit an Unersättlichen los, finde ich gut, machen wir so. Weil da kommt erst der Zeitsprung, oder nicht? Ja, müssen wir so mal genau überlegen, wie wir es dann machen, was wir da machen. Ich weiß halt nicht, wie viel wir noch rumhantieren werden mit Silinian und Rohaya. Und ich glaube, ans Windstärf ist nicht so wichtig. Mit Silinian und Rohaya, da kann man sich ja sicherlich noch Ewigkeiten dran aufhalten. Ja, wir wollten aber noch irgendwie Stadtrundreise machen. Die anderen vorgeschlagen. In welche Städte? Fazar, vielleicht Xorlosh oder vor Xorlosh. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ihr reinkommt, wenn ihr Razzazor besiegt habt. Wenn wir nicht so hackern sind. Wie ziehen wir das dann auf? Irgendwie so als... Naja, ich muss noch meinen Prozess abhalten, also ich muss noch wieder in die... Nee, das meine ich nicht. Ja klar, okay, du bringst es da rein. Nee, ich meine, wie ziehen wir das auch im Sinne von dann... Ja, weiß nicht, irgendwie... Dass wir irgendwie eine Sitzung lang irgendwie eine Batterie von unzusammenhängenden Einzelszenarien haben, oder wie? Ja, irgendwie sowas. Die dann während dem Zeitsprung irgendwie stattfinden. Ja, genau. Und dann finden wir uns alle wieder zusammen, wenn es ans Eingemachte geht. Ja. Jeder schreibt einen Wunschzettel für seinen Urlaubsort. Ich habe keinen Wunschzettel. Für mich ist das hier Urlaub. Oh. Ich weiß nicht, wie der Preios Kult in Fazar funktioniert. Ich bin gespannt. Gar nicht. Super. Ich habe ihn in der Filiasson erlebt. Der ist super. Der macht richtig Spaß. Es gibt bestimmt da einen, der macht mich richtig bestimmt total fertig. Ja, einer der Erhabenen ist Preios-Geweihter. Ich freue mich schon drauf. Es gibt einen fetten Preios-Tempel.
Ja, einer ja, da siehst du, die wissen halt, wo ihr Brot gebuttert wird. Aber die ist so korrupt und wir. Ja, Versammel macht richtig Spaß, Mann. Und ich bin nicht korrupt, oder was? Ich lass mich nicht finden. Ich lass mich nicht für eine goldene Maske in der Hand und ein paar nette Worte bestechen, oder wie? Das hast du jetzt gesagt, wie gesagt. Ich vermute mal, ich hab tatsächlich zu den ganzen Selindian-Szenen einfach nur Selindian sagt zu in meinen Notizenstiften. Glaube ich, die Quintessenz von dem. Ja, das irgendwie. Da fände ich jetzt Abelmirs Notizen dazu cool. Ja, es ist offenbar sehr einfach, am Blut von Selindian heranzukommen. Ich sehe da ein Potenzial. Also wir kommen am 13. bei Answin an, ja? Am 13. Zar bei Answin in Zabel, genau. Okay, weil ich hatte jetzt aus irgendeinem Grund aus Reflex den zu öffnen geschrieben. Gut, aber es ist auch einfach, zugegebenerweise an Blut von Abelmir und Raphim und Yalan zu kommen. Ja, aber ich dachte irgendwie schwierig, an Kaiserblut zu kommen. Ja, mein Blut ist sofort Traumstaub, das macht dich heil, wenn du dran denkst. Traumstaub? Scheint nicht. Bandstaub. Wenn du umgestiegen bist, ey. Was glaubst du eigentlich, was Salvo in den ganzen Tag schnupft? Der Traumstaub. Regenbogen. Zerstoßener Drachen. Das müsste, glaube ich, Traumstaub sein. Mhm. Ach, deswegen sind wir hier, wegen dem Karfunkel. Erstmal durch die Nase ziehen. Weil ich meinen Fix brauche, genau. Die Hand zittert. Ich kann die Lanze nicht mehr richtig halten. Gut, wollen wir weitermachen. Sind alle wieder da? Jo. Raphim, kannst du es gerne nochmal versuchen. Ansonsten würde ich keine Rücksicht auf dich nehmen. Du bist im Geiste bei uns. Ist er da? Also ich weiß halt nicht, ob das nächste Woche besser wird, weil meine Vermutung ganz stark ist, dass es hier an Covid-19 liegt. Meine Internetleitung ist eh schon nicht so geil, dass sie einfach massiv überlastet ist. Achso, Internet. Ich kann dich hören. Also jetzt Internet. Ja, ich habe so alle 10 Minuten mal so 2 Minuten, wo man mich versteht. Die müssen wir nutzen. Er hat sich ein Computervirus Covid-19 eingefangen. Ja, ich weiß nur nicht, ob das nächste Woche besser wird. Ich glaube, das wäre das Einzige, was helfen würde, in der Früh zu spielen. Ich meine, wenn es nur für nächste Woche ist, kannst du vielleicht über mobile Daten versuchen. Ja, Tethering, wir können das alles mal ausprobieren, wenn du willst. Kümmern wir uns in Ruhe dann im Vorfeld drum und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas hinkriegen. Ja, mobil müsste machbar sein, aber ich würde da so nichts versprechen, weil ich habe die ganze Woche nur beschissenes Internet, das kannst du alles vergessen. Sprich mir mal gerade wunderbar ein mit dem Raphim, dann kann ich das vorne reinschneiden. Oh, warte. Wunderbar. Sehr gut. Dann kommt das vorne, ich stelle das halt jeder passenden Gelegenheit einfach überall kommt wunderbar rein. Übrigens, Yalan, jetzt wo du mich hörst, fick dich, das sind meine Trollzack. Jetzt ist er wieder weg. Er ist original. Aber der Fick dich ist noch gut angekommen. Ja. Ich will dir nicht aufbrechen, dass deine Trollzacker sind, nur. Genau, im Moment ist er weg. Ich mag sie nicht. Sie haben keine Daseinsberechtigung. Klar. Nein. Die sitzen halt in, wie heißt der Ort? Talf. Ja, in der Wilde Mark können auch irgendwelche Tokamujak auftauchen. Es geht nicht darum, dass die da sind. Es geht darum, dass wir die mit uns rumschleppen. Hey, wir sind große Helden und gute und gerechte Leute. Ach ja, das ist unsere Mörderbande. Ach, Quatsch. Okay, ich dachte, wir behalten sie. Wir schleppen auch dich mit von daher. Auf der Gezeitenspinne hätte ich sie akzeptiert. Aber wir sind weder gut noch gerecht. Sie sind doch ganz lieb. Ich habe sogar ein Ohr von dem geschenkt bekommen. Also jetzt sag mal. Siehst du? Immer ein offenes. Die sind ganz lieb. Immer ein offenes Ohr für Boltax. Ja. Leicht mir eure Ohren. Bin ich der Einzige, der hier ein Problem sieht? Ich warte auf die ganzen Boltax-One-Liner mit Ohrenwitzen. Da kommen jetzt eine Menge. Ganz viele Ohren. Ich mich hier zu Unrecht auf. Jemael, sag was. Boltax gründet neu Ohren. Danke. Gut, machen wir weiter. Ich euch alle.